Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen ganz gemütlichen Haul. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier ein bisschen was, was ich euch gerne zeigen möchte und ja, deswegen habe ich mich hier hingesetzt. Ja, ich weiß, mein Klamottenstil ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und jetzt in der Schwangerschaft noch umso mehr, ich weiß. Aber ich hatte hier halt so ein graues T-Shirt an, aber das ist zu kalt hier oben. Es würde viel schicker aussehen, ich weiß, ich weiß. Aber dann habe ich mir gerade jetzt nochmal so ein Flauschi übergeworfen, weil irgendwie, oh, es wird Winter, also nicht Winter, es wird Herbst, ne? Es wird immer kälter. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, komm, wir sind jetzt hier unter uns, Leute, ne? Ihr kennt das ja von mir. Und dann ziehe ich mir was Kuscheliges an, bevor ich einen Schnupfen kriege, das wäre ja blöd. So, ich habe hier so ein bisschen aus den Bereichen Beauty und Lifestyle natürlich so ein paar Produkte und die möchte ich euch ganz gerne vorstellen. Dieses Video entsteht auch mit Kooperationspartnern von mir selbstverständlich, also zeige ich euch immer gerne mein Hauls. Ich habe Timestamps hier drin, dass ihr weiter hüpfen könnt. Ich habe die Infobox pickepacke vollgepackt mit Informationen und ihr werdet hier auch immer wieder so Einblendungen sehen, falls ich irgendwie in dem Moment, wo ich dann das Produkt zeige und drüber rede, falls ich da irgendwie was vergesse oder so, ne? Weil ich bin manchmal ja so ein bisschen vergesslich. Ja, auch wenn ich mir Notizen vorher mache. Gerade jetzt brauche ich das tatsächlich, weil ansonsten vergesse ich meinen Namen wahrscheinlich. Okay, also als erstes möchte ich euch nämlich was vorstellen, was ich jetzt schon 4 oder 6 Wochen getestet habe und was ich wirklich gut finde. Ich habe erst ein bisschen vor der Kooperation zurückgeschreckt, muss ich sagen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich genau in dem Moment nach genau so einem Kissen gesucht habe. Es ist ja so, dass ich jetzt, wenn ihr das Video seht, 5 Wochen vor der Geburt bin und ich schon sehr, sehr früh nicht mehr auf meinem Bauch schlafen konnte. Ich bin ja sonst Bauchschläferin, ne? Und ja, das hatte so ein paar Problemchen mit sich, denn ich hasse es, auf der Seite zu schlafen. Ich hasse es, auf dem Rücken zu liegen. Ich kann das einfach nicht haben, ne? Ich bin halt einfach so ein Kissen ins Gesicht, also Gesicht ins Kissen, Schlafmensch und fertig ist die Laube. Und ja, dann musste ich auf einmal auf der Seite schlafen und es war furchtbar. Kein Seitenschläferkissen, kein Stillkissen hat mir irgendwie helfen können und ich hatte jede Nacht richtig Probleme zu schlafen. Ich hatte Nackenschmerzen. So, und dann hatte ich schon mit meinem Freund zusammen geschaut, Mensch, was gibt es denn da für Möglichkeiten und so. Und da sind wir tatsächlich auch schon auf Sleep and Glow getroffen. Und kurze Zeit, nachdem wir das gegoogelt hatten, schrieb mich die Firma an. Mensch, Claudi, uns gefällt dein Content. Wollen wir zusammenarbeiten? Offensichtlich habe ich ja gesagt, ne? Ja, denn ich habe dieses Kissen dann zugeschickt bekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich auch wirklich in das Kissen verliebt. Ich werde mir noch ein paar Bezüge nachkaufen. Wobei du darüber natürlich auch normale Bezüge ziehen kannst, das steht außer Frage. Aber ich finde dieses hier, ich glaube, das ist Tencel, ne? Das ist so eine Eukalyptusfaser, sehr, sehr angenehm. Das kühlt das Gesicht und ich habe in der Schwangerschaft auch das Ding, dass ich halt wirklich eher schwitze als friere. Also, dass ich jetzt zum Beispiel was überziehe, ist total ungewöhnlich. Ansonsten laufe ich immer halbnackt durch die Wohnung, einfach weil mir sonst viel zu kalt, warm ist. Auf jeden Fall, ja, hatte ich dann natürlich das Ding, dass ich mich sehr darüber freuen durfte, dass Sleep and Glow mir dieses Kissen zur Verfügung gestellt hat. Und was ich halt auch ganz nice finde, die haben heute Geburtstag tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Und deswegen habe ich auch einen Sondercode für euch. Das ist Claudis Welt 15 müsste das sein. Ich gucke mal eben kurz. Ja, das ist die Geburtstagsaktion bis zum 10.10. Da bekommt ihr nämlich 15% Rabatt. Ansonsten kann ich euch nämlich nur, immerhin Leute, einen 10% bzw. 10 Euro Rabatt anbieten. Mit Claudis Welt 10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf die Kissen, auf die Decke und auf den Kimono. Der Code ist zeitlich erstmal unbegrenzt. Und mit Claudis Welt 10% bekommt ihr 10% Rabatt auf die komplette Seidenkollektion. Auch das ist Open End, aber ich habe euch die 3 Codes ja gerade eingeblendet und auch in der Infobox verlinkt. So. Gehen wir noch ein bisschen auf dieses coole Kissen ein. Also, das ist ein Kissen, was halt so mit Orthopäden und mit Kosmetikmenschen, wie heißen die? Wie habe ich das
Kosmetologen, genau, Kosmetologen, das war ein neues Wort für mich, entwickelt worden ist. Und das heißt, du hast hier nicht nur ein orthopädisches Kissen, das heißt, es ist 1A halt für den Nackenbereich und für den Rücken, dass das halt entlastet wird, sondern du hast halt auch noch diesen Anti-Knautsch-Effekt. Dadurch hast du halt, ne, also mit diesen Aussparungen, das ist einfach total plakativ dargestellt bei denen auf der Homepage. Eigentlich kann ich das gar nicht viel besser darstellen, aber ich habe trotzdem mal ein paar Fotos gemacht. Denn es ist klar, ne, wenn ich meine Rübe so seitlich hinlege, dass ich das Gesicht halt knautsche, weil 5 Kilo hat mein Kopf. Ja, und dann wird das halt geknautscht, gerade so im Augenbereich. Wenn ich aber ein Kissen habe, was so eine Aussparung hat, wo ich halt meinen Kopf so reinlegen kann, ist es, glaube ich, selbsterklärend, dass es weniger Faltenbildung dann gibt, ne? Das ist ziemlich cool. Man muss sich tatsächlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass ich, also ich musste mich auch dran gewöhnen, dass ich hier auch wirklich so mein Kiefer so reinmache und so, ne? Aber das kam halt relativ schnell nach ein paar Nächten schon, dass ich mich auch super dran gewöhnt hatte und das dann auch dementsprechend automatisch jetzt mittlerweile nachts so mache. Ich finde das Kissen toll. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Kissen, weil das ist nicht günstig, ich habe es euch ja auch eingeblendet, ne? 30 Nächte zu testen, das ist diese 30 Nächte Geld-Zurück-Garantie, das finde ich ganz gut, weil anfangs muss man halt erstmal schauen, kommt man damit überhaupt klar. Dann das Material, aus dem halt dieses Kissen ist, ist dieser Memory Foam, das ist halt dieser, ja, Schaum, ne? Und hier unten drunter ist nochmal so eine Lage, mit der man quasi die Höhe verändern kann. Weil nicht jeder hat hier den gleichen Abstand zwischen Schulter und Kopf, ne? Und je nachdem, wie groß oder klein man ist, kann man das entsprechend variieren. Ich finde das ganz schön gemacht. Und ich schaue mal eben, ob ich euch noch irgendwie... Wichtig, genau. Entworfen und produziert in Europa. Genau, das wollte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Das ist auch tatsächlich so eine Sache, die ich sehr sympathisch fand, als ich das gelesen hatte. Und ja, genau. Ja, fand ich schön. Also vielen, vielen Dank, liebes Sleep and Glow Team, dass ihr mir das Kissen, das heißt Omnia, genau, zur Verfügung gestellt habt, um es hier vorstellen zu dürfen, um es zu probieren, auszutesten und um es halt jetzt wirklich zu verwenden, denn das hat mir jetzt wirklich den Poppes gerettet und wirklich geholfen. Wenn ich nicht mehr stille oder schwanger bin, dann wird mein Freund das danach verwenden dürfen, denn er ist ein klassischer Seitenschläfer. Ja, also. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Die Codes habe ich euch alle auch in der Infobox verlinkt und da könnt ihr dann tatsächlich auch ein bisschen was sparen, wenn ihr möchtet. Ja, viel Erfolg, viel Spaß und gönnt euch hart. Ich freue mich wirklich wie Bolle. Okay, dann trinke ich mir jetzt schnell einen Schluck, weil ich einfach gerade ohne Punkt und Komma geredet habe. Und dann kommen wir zu dem nächsten Kooperationspartner. Ja, moin. Von dem ich hier ein Produkt in den Haul integrieren möchte, eben weil ich das jetzt gerade wieder neu zugeschickt bekommen habe. Sarah Isabel schreibt mir gerade. Okay, liebe Grüße gehen raus. Und zwar habe ich mir jetzt bei Winterzeit Pflegeumstellung und so von Beauty Mates die Hyaluron Cream Lift wieder nachbestellt. Die werde ich jetzt ab heute auch wieder in Anwendung nehmen, denn es ist einfach kälter draußen geworden. Meine Haut braucht auch jetzt einfach mehr Feuchtigkeit und mehr Pflege. Und das gibt diese Creme ja her, ne? Wir haben ja einmal die Hyaluron Cream Boost, die blaue Variante. Die habe ich euch im letzten Aufgebraucht-Video auch gezeigt. Und das hier ist einfach die Hyaluron Cream Lift. Das ist die etwas reichhaltigere Version davon. Etwas ist gut. Wir haben hier Zietze, Ceramide, Moringa, Mangoöl, ich glaube Shea-Butter ist auch noch mit am Start, also wirklich richtig super krass pflegende Inhaltsstoffe, weil das ist halt die Variante, die für die trockene Haut gemacht ist, die ich habe, ne? Und gut, für sensible Haut sind die beide. Und das hier ist halt so die Anti-Aging-Geschichte, da hast du einfach ein paar mehr Inhaltsstoffe drin. Dementsprechend ist die Creme aber auch schwerer, reichhaltiger. Und für mich persönlich die perfekte Winterpflege halt, ne? Also ich kann die sehr gut gebrauchen. Ich liebe es jedes Jahr aufs Neue, wenn ich halt immer diese Pflegeumstellung habe, weil ich immer dann auch kurz vorher merke, okay, meine Haut braucht es auch mittlerweile. Dementsprechend freue ich mich da einfach drüber. Genau, dann entferne ich jetzt einfach mal den Deckel. Und hier haben wir dann die Creme. Wir haben bei Beauty Mates zum einen die Möglichkeit, beziehungsweise ihr mit Claudi 30% zu sparen. Das ist ein Rabattcode, den ich euch mit an die Hand geben kann. Habe ich euch aber auch alles natürlich in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Aber wir haben hier wirklich nur das drin, was reingehört. Wir haben keine Tierversuche. Das ist ein veganes Produkt. Wir haben keine Parfümstoffe, keine PEGs und so. Und
Das macht die ganze Geschichte halt für meine wirklich sensible Haut sehr brauchbar, sehr tragbar. Und hier sehen wir nochmal die Konsistenz, die ist halt wirklich wie Butter. Also sehr, 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 sehr angenehm. Und man kann das natürlich auch so machen, dass man sagt, Mensch, ich nehme diese Creme als Nachtcreme generell das ganze Jahr über. Und als Tagescreme nimmt man sich dann die Hyaluron Cream Boost, die blaue Variante einfach. Ich mache das einfach komplett, dass ich dann die für Tag und Nacht dann im Winter verwende und die Cream Boost dann in der wärmeren Jahreszeit. Die zieht super schnell ein, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, ne, es ist total krass. Hat einen angenehmen Eigenduft, das ist tatsächlich jetzt ja nicht der Duft von, also es sind ja keine Parfümstoffe drin. Und ich mag die sehr, 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 sehr gerne leiden, weil die halt meine Winterhaut auch in dem Sinne beruhigt, ne? Und das ist auch immer sehr wichtig. Wir haben hier wirklich Wirkstoffkosmetik drin, also nur das in den jeweiligen Produkten, was reingehört. Und das finde ich immer ziemlich schön. Also entweder könnt ihr euch natürlich das Produkt so, wie es ist, bestellen, mein Code Claudi30 da anwenden und 30% drauf sparen. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie bei allen Produkten, die ihr bei Beautymates bestellt, was ich auch sehr nice finde. Das heißt, ihr könnt es erstmal in Ruhe testen. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr einfach schon wisst, was ihr für eure Haut möchtet, dass ihr im Set-Konfigurator euch ein eigenes Set zusammenstellen könnt. Da könnt ihr dann durch das Set einfach auch ein bisschen was sparen und dann noch mit meinem Code nochmal 30% drauf sparen. Ich finde, das macht die ganze Geschichte wirklich dann auch sehr erschwinglich. Oder ihr habt nicht so wirklich Ahnung, welche Produkte vielleicht für euch sinnvoll wären. Da könnt ihr euch dann beim Produktberater beraten lassen. Das ist so ein kleiner Fragebogen, den man durchlaufen kann. Und das finde ich auch ganz schön. Also das ist jetzt hier nur die Creme, also die Basiscreme, sage ich jetzt mal. Ne? Die kannst du solo verwenden. Oder du sagst, Mensch, Beautymates hat das Prinzip, dass man dann ja auch quasi mit den Boostern zusammenarbeitet. Die sind dreimal so hoch konzentriert wie ein normales Serum, deswegen heißen die Booster und nicht Serum. Und da hast du die Möglichkeit, dann entweder so ein Serum dir pur aufs Gesicht zu geben. Du kannst dir auch die Creme pur aufs Gesicht geben. Und das kannst du eigentlich mit jeder Creme machen, aber da sind halt gute Inhaltsstoffe drin. Und die wie so eine reichhaltige Maske halt verwenden. Ne? Und dann nach, keine Ahnung, 15 Minuten kannst du dir die abnehmen oder so. Dann gibt es noch die Methode Mix and Match. Das heißt, du nimmst die Creme und mischt hinein die jeweiligen Booster, die du halt haben möchtest. Bis zu 3 Booster kannst du reinmachen. Oder du nimmst die Version von dem Layering, dass du dir dann halt Booster für Booster und dann am Ende die Creme aufgibst. So viel dazu. Schaut auf jeden Fall auf der Homepage von Beautymates super gerne mal vorbei. Dort findet ihr sicherlich das richtige Produkt. Und wie gesagt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie finde ich auch eine ganz coole Kiste. Und Claudi30 gibt euch 30% auf das komplette Sortiment. Wow, das war ein Reim. Okay, und ich freue mich jetzt einfach, dass ich die Creme in Anwendung jetzt nehmen kann. Wurde auch jetzt hier mal wieder Zeit. Dann habe ich von Danny Pelletier etwas zugeschickt bekommen. Ich bin aktuell ja so hart dabei, seine Bücher durchzulesen, weil ich sehr viel Ruhephasen habe, die Mr. Bauchi halt von mir fordert. Der bringt mich halt immer wieder auf die Couch. Jetzt bald bin ich dann ja auch auf dem Weg nach Frankfurt für 2 Tage, wobei da bin ich nicht alleine im Zug. Ich glaube nicht, dass ich dazu kommen werde zu lesen. Aber ich bin jetzt auch öfters mal bei Ärzten oder habe ein CTG oder sowas. Und also CTG ist quasi Herztöne messen vom Baby, ne? Und da liegt man halt einfach nur rum. Und sollte am besten jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit elektronische Geräte in den Händen haben. Und dann lese ich mir halt ein schönes Buch. Ja, und genau, dann hatte ich halt, also Danny weiß das. Und ich reviewe seine Bücher ja auch immer wieder gerne auf Instagram. Und ja, ich habe Nachschub bekommen, Leute. Zum einen hat er mir hier einen kleinen lieben Brief geschrieben. Das macht er immer. Ich liebe dieses Papier. Ich finde es so großartig. Da hat er mir dann geschrieben, ja, was er mir alles geschickt hat. Und dass er mir ganz viel Freude damit wünscht. Und dass Frühlingsrunina auch einen Adventskalender von ihm bekommen hat. Also schaut gerne mal bei Alina vorbei. Ihr kennt sie sowieso bestimmt schon. Dann sind hier die einzelnen Bücher nochmal aufgeführt. Ich verlinke euch sowieso den Pelletier Verlag wie immer unten in der Infobox und so. Ne? Ich habe ja auch dort ein Buch rausgebracht. Sammy, endlich ankommen, wisst ihr Bescheid. Und bald kommt Buch Nummer 2. So, zuallererst, habe ich ja schon gesagt, hat er mir den Adventskalender geschickt. Den werde ich aber tatsächlich auch wirklich, das ist der Adventskalender, den ich auch im Advent wirklich öffnen möchte. Denn sobald wir mit der Renovierung vom Kinderzimmer fertig sind und so Gott will, ist das soweit so gut schon abgeschlossen, wenn ihr dieses Video seht, weil das ist eigentlich unser Plan, dass wir an dem jetzt kommenden verlängerten Wochenende das restliche Zimmer machen. Mal gucken.
Auf jeden Fall ist das die Geschichte der Zimttölpe. Für 24,99, was ich wirklich günstig finde, bekommt ihr jeden Tag einfach so einen weiteren Part der Geschichte. Und ich stelle mir das halt total romantisch vor, ob das mal abläuft, keine Ahnung, dass ich das dann natürlich schön bei meinem kleinen Mr. Bauchi, jetzt wollte ich gerade den Namen sagen, im Zimmer aufhänge und dann jeden Abend ihm davon dann einen Part der Geschichte auch vorlese. Also vielleicht ist es sogar der erste Adventskalender von Mr. Bauchi, man weiß es nicht, ne? Und das ist halt so eine richtig schöne Kindergeschichte, die aber auch für Erwachsene sehr schön ist, hat Danny gesagt. Also mein Herz wird es berühren und das Herz von meinem Baby bestimmt auch. Und das sind einzelne Briefumschläge, die er dann so an der Schnur hat, ne? Richtig cool. Also ich finde das schön. Ich finde es übrigens auch total cool, dass einfach das Bändchen pink ist. Stehe ich ja drauf, ne? Ja, also da, ne, Adventskalender, der für mich dann auch tatsächlich im Advent ist, da haben wir dann die einzelnen Zahlen hier auch drauf geklebt, das ist echt süß gemacht. Ich freue mich da mega drauf und vielen, vielen Dank, lieber Danny, dass du mir dort den Adventskalender jetzt zugeschickt hast und dass ich, ja, damit dann quasi meinen eigenen Adventskalender dieses Jahr habe. Das ist echt cool. Als nächstes habe ich hier zwei neue Bücher, die Danny rausgebracht hat. Darauf freue ich mich mega und das werde ich innerhalb von einem Tag safe durchlesen, genauso wie den Vorgänger davon. Denn das ist Mama Call In. Wir kennen ja noch das Buch Stalker, das ist ja in Chatverläufen geschrieben, ne? So sieht das aus. Oh, das sind sogar Bilder. Huch! Und genau, das habe ich, ich weiß es noch, ich habe das super schnell durchgelesen und das war an einem Tag, wo ich das gekriegt habe, dass ich angefangen habe, das zu lesen. Und da hatte ich Urlaub und dann habe ich irgendwie bis 6 Uhr hätte ich zu dem Automenschen zur Werkstatt fahren müssen, um mein Auto abzuholen. Mein Auto war ja damals ständig in der Werkstatt, herzlichen Glückwunsch. Und da konnte ich gar nicht das Buch weglesen. Bis, ich glaube, 6:10 oder so, kurz vor knapp, habe ich in diesem Buch gelesen und bin dann wirklich ganz schnell zur Werkstatt gewetzt, um mein Auto abzuholen, weil die halt 6 Uhr zugemacht haben. Ja, und ich glaube, dass mir das hiermit genauso gehen wird. Das ist ja quasi in die Geschichte aus der Sicht von der Mutter. Genau, und da bin ich auch echt gespannt drauf. Ja, wird gelesen. Und das werde ich auch sehr bald durchgelesen haben. Und Unser Weg zum Traumhaus, das haben Danny und Maxim zusammengeschrieben. Da habe ich auch richtig Bock drauf, das zu lesen. Das wird mich halt auch an unsere Haussuche vor 6 Jahren oder so wahrscheinlich sehr hart erinnern. Es ist nicht leicht aktuell, ein Haus zu finden tatsächlich, was irgendwo in einem finanziell tragbaren Rahmen liegt. Also es ist der Wahnsinn. Und da bin ich sehr gespannt, was Danny und Maxim so erlebt haben. Manche Dinge habe ich natürlich schon von Danny so persönlich auch gehört, auch von Maxim. Aber hier ist es halt wirklich schwarz auf weiß in diesem Buch, natürlich mit Widmung. Liebe ich. Also ich kann euch wirklich empfehlen, da einfach mal im Pelletier Verlag vorbeizuschauen. Da gibt es mittlerweile so viele super interessante Bücher und verschiedene Genres und, ne? Ich würde einfach mal sagen, da bleibt kein Auge trocken, theoretisch. Also, ne, ich trinke mir nochmal einen Schluck. Hm. Parallel läuft übrigens Denise Livestream bei mir, also auf dem Handy. Aber er lädt es ja auch immer in seinem Danny Stream Highlights Kanal hoch. Mensch, in seinem Highlight Kanal, genau. Und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Auch den Kanal verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Aktuell ist es natürlich ziemlich viel, was auch die Palette von Maxim angeht, dass da halt die Reviews quasi kommentiert werden, also dass da eine Reaction drauf gesendet wird. Auch auf die Videos von Alina und von mir und von Chiquitas Place wurde auch schon reagiert, also richtig cool, auch von Contra Junkie. Schaut gerne mal bei dem Kanal von Danny vorbei. Ich finde den immer ziemlich cool gestaltet. So, und jetzt als letztes habe ich noch ein Produkt von einem oder eine Kollektion von einem Kollegen. Und zwar hat Marvin Magnificent eine, ja, Brand gegründet, einfach so. Da muss ich wirklich sagen, das kam so plötzlich, ich war so überrascht und als dann dieses Launch-Video mit dieser, ne, Marvin als Fee und so kam, so, hä? Hat er jetzt irgendwie, spielt er jetzt in irgendeinem Film mit oder so? Und dann hat aber, ne, dann kam diese Lidschattenpalette, so, hä? Okay, ja, gut, dann Mentau. Und dann habe ich geschaut und habe halt gesehen, okay, der hat halt wirklich Gender X Beauty, eine komplette Marke auf den Markt gebracht. Und das fand ich so cool auf einmal. Ich meine, ich habe mir die Lidschattenpalette und das Pinselset bestellt. Ich glaube, Wimpern jetzt auch noch gegeben. Da bin ich halt immer raus, ne? Und ich finde diese Palette, die erinnert mich halt mega an Luna Beauty. Ne? Wisst ihr, welche ich meine? Diese, ja, wo halt ein Mond drauf ist wahrscheinlich, weil hier auch ein Mond drauf ist. Ja, das, ja. Oh wow, ist naheliegend, Claudinchen.
neuen Farben Lidschattenpalette und das ist sehr, 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 sehr pinky flinky und hat auch wirklich was Mystisches und Verspieltes und, ne? Also wenn ich so dran denke, Marvin hat ja seine erste Palette mit BH Cosmetics gehabt. Die war ja wirklich eher so seine Sturm- und Drangzeit. Dann kam seine zweite Palette mit Marvin BH Cosmetics, wo er selber auch sagt, er ist erwachsener geworden. Und jetzt kommt seine eigene Marke mit dieser Art von Palette, was ich einfach total feiere. Also ich finde diese Farben sehr schön, erinnern mich auch ein bisschen an die BH Cosmetics mit Bella Lidschattenpalette. Die war ja auch ähnlich von den Farben her. Aber Marvin hat hier auf jeden Fall sehr viel Glitzer und Glitter mit dabei. Hier Wet Dreams und Fairy Tale, das ist der Wahnsinn. Ich war noch nicht in der Palette drin, ich möchte die mal mit euch zusammen schminken. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf YouTube oder auf Instagram machen werde. Das werden wir dann mal sehen, wie die Zeit es halt hergibt, weil ihr seht ja selber, ne, aktuell 2 Videos am Tag läuft bei mir. Und ich habe noch gesagt, nein, wenn ich schwanger bin, dann mache ich keine 2 Videos am Tag. Ja, dafür bin ich halt selber einfach zu sehr ich. Ne? Ich mag das einfach gerne, euch dann auch den Content zu geben. Und bin aber trotzdem hart am Vorproduzieren. Für die Zeit, wenn ich mir so eine kleine Babypause gönne, also ein paar Wöchlein werde ich dann halt schon mit Mr. Bauchi chillen, ne, dass wir mal ein bisschen runterkommen und so. Aber hier ist auf jeden Fall die Lidschattenpalette, die ich sehr, sehr cool finde. Und dann habe ich mir natürlich noch dieses Pinselset bestellt. Das ist ein 6-teiliges Pinselset. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist, also für mich steht es vollkommen außer Frage, dass man seine Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Gerade die Kolleginnen und Kollegen, die man ja auch selber gerne schaut. Und wenn die dann Produkte rausbringen, bin ich ja auch irgendwie Fangirl, ne? Und vollkommen interessiert. Die Tasche wird nicht bei mir bleiben, weil das ist halt, ja, brauche ich halt nicht, ne? Das ist meine Schminkaufbewahrung, meine Pinselaufbewahrung. Das sind auch, also, nee, das ist zu wenig. Aber für normale Menschen, für Otto-Normalverbraucher, für normale Endkonsumenten, die halt das nicht beruflich betreiben, so will ich das sagen, ne, ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Was ich halt schade finde, bin ich ehrlich, passt die damit rein? Naja, quasi, ne? Also Pinselset und Lidschattenpalette, okay, das passt schon mit rein. Ich dachte nämlich eben erst, dass die Lidschattenpalette dann nicht mit reinpassen würde. Das wäre nämlich dann echt blöd gewesen, oder? Naja, aber so ist es eine schöne Tasche. Die ist beim Pinselset hier mit drin. Sehr holographisch, auch das sehr Fairy-Perry-mäßig, was ich süß finde, ne? Ja. Und dann haben wir hier die Pinsel einmal. Huch, ja, das war sehr gut. Oh, ich liebe es jetzt schon, dass die so glitzernd sind. Ne? Klar, es ist alles sehr girly, aber ich bin da schon Fan von. Ja, es ist, wie es ist. Oh Mann, ja. Also, hier haben wir die 6 verschiedenen Pinsel. Das sind alles Augenpinsel, keine Face-Pinsel. Aber ich finde, dass man damit auch definitiv, also das sind die Pinsel, die ich auch für ein Augen-Make-up brauchen würde. Und dann natürlich dieses Roségold und unten dann diese Stiele. Das ist schon hübsch, ne? Ja, wirklich hübsch. Mag ich gerne leiden. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren und dann kann ich euch ein bisschen mehr was dazu erzählen. So habe ich jetzt einfach nur, dass ich euch die Produkte zeigen kann, aber das ist halt normal für ein Haul, ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem gemütlichen Haul, den ich euch mal geben wollte. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schau gerne bei den ganzen Partnern vorbei, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe. Schau gerne in die Infobox, da habe ich dir alle wichtigen Informationen verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Holz. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!